Hallo YouTube. Hier ist er wieder, euer Krummbach Diego. Ja, heute wieder auf Provian unterwegs. Das ist üblich, ne? Mist wegbringen. Immer nur Mist wegbringen hier. Ich muss noch mal gucken, dass ich hier mal langsam einen M-Betrag an den Start kriege, ey. Aber die kosten der Rattaler ganz viele. Und ich habe festgestellt, ich brauche erst noch einen Acker. Ich möchte gerne Rüben anbauen, weil ich brauche sie halt für meine 10 Kühe, die ungefähr so viel Gülle produzieren wie 3000 Kühe und ungefähr so viel Mist produzieren wie 3 Millionen. Ja. Fressen tun sie auch wie die Großen, nur geliefert haben sie noch nichts. Ich bin da mal gespannt. Nächsten Monat sind die Milchpreise mal so ein bisschen aus dem Tal heraus. Und dann wollen wir mal gucken, was das denn hier für einen Liter Milch am Ende des Tages gibt. Ne? Ich weiß auch noch gar nicht, was ich mit den Büllekisten machen soll. Also ich habe, die waren alle trächtig, die 10 Kühe. Und haben gekalbt. Einer hat sogar Zwillinge bekommen. Vier Bullenkälber habe ich jetzt, glaube ich. Wir gucken gleich mal. Ich fahre mal eben zum BGA. Eben den Mist wegbringen, Mensch. Jetzt hier schön mit dem M-Betrag. Man wird noch kommen, Leute. Wird noch kommen. Keine Angst. Boah, und ich kann keine Ballen mehr sehen, ne? Ich kann keine Wickelballen mehr sehen. Komm, du schaffst das. Trau dich, komm. Ah, jetzt stellt euch mal diesen Trecker hier in schön vor. Das wäre toll, oder? Aber haben wir nicht. Und ich fange es auch nicht an. Letzte Tage hatte ich ein bisschen Zeit. Da habe ich alleine dem Yogi mal wieder ein bisschen beim Mappen zugeguckt. Boah, Alter, ich hab da gar keinen Bock mehr drauf. Das ist so weit weg, ne? So weit weg. Was war das doch früher alles schön und einfach und... Boah, nee, ich hab da gar keine Lust, mich da reinzulesen. Mir fehlt ja auch die Zeit. Ich bin ja schon glücklich, wenn ich mal ein bisschen Zeit zum Spielen hab, ne? Pass mal auf, wir müssen jetzt mal einmal... Das hat mich eben schon geärgert. Da habe ich dem nämlich volle Möhre... hinten die Deichsel verbogen, ne? Muss man eben umschalten hier. Nein, mal ausnahmsweise mal rechts. So. Macht er dem nämlich nicht immer die Deichsel kaputt. Das muss ja gar nicht sein, ne? Was ist, bin ich hinten rausgefahren aus dem Trigger? Eieieiei. Ach, unser allseits beliebtes Trigger-Bingo. Was wäre der LS ohne Trigger-Bingo, hä? Sollen wir das als Thumbnail nehmen? Nee. Ich weiß, wir nehmen was anderes als Thumbnail. Ich weiß schon was. Ich mache ja nebenbei noch andere Sachen, ne? Weil, wie gesagt, Bellekes kann ich nicht mehr sehen. Mistfahren wird auch immer unspannender, ja? Wir machen nebenbei noch andere Sachen. Ne? Wir können eigentlich... Ja, wir müssen eh... Es bringt ja alles nichts. Wir müssen eh wieder nach Hause fahren. Wir fahren eben nach Hause. So weit ist es ja jetzt auch nicht, ne? Ja, das Beste ist ja, ich habe die Tage, habe ich da noch gesessen, so abends. Bisschen gezockt und gemacht und so. Naja, dies und hier und jenes. Da habe ich so gedacht, na, Mann, ey. Stellt euch mal vor, die Krummbach hätte 3 Höfe. Ja. Und dann war ich so am Zocken und dann irgendwann so, damn, ich habe ja 3 Höfe. Ich muss mal gucken. Also, ich glaube, also so wie das jetzt aussieht, Moment, aktuell, ja, habe ich hier so viele Sachen vor. Ich werde die Krummbach spielen, bis es einen neuen LS gibt. Also ich denke schon. Also irgendwann wird ja ein neuer LS kommen und dann werde ich wahrscheinlich die Krummbach nicht mehr spielen. Aber bis dahin, ich habe so viele Ideen hier, ne? Das ist der Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Und auch wachsende Begeisterung. Ja. Immer, es ist ja, wie gesagt, jetzt bist du das mit dem Ballern leid und dann kommt Giants an und sagt, ja klar, wir machen jetzt mal einen auf Erdfrüchte. Ja. Gut, klar, wir hatten vorher auch schon Rübchens und Kartoffels, ne? Aber das, was die da mit den anderen Sachen da gemacht haben, mit dem Gemüse, ja, boah. Also schön. Also mir gefällt's.
Gut, ist jetzt ein bisschen was aufwendiger. Und das klar ist, wie wenn man mit einem Einreiher Kartoffeln macht, ne? Man muss da ein bisschen großzügiger drüber hinweggucken. Ne? Das ist halt alles. Und Marie! Mann, da kann man nicht mal ein bisschen aus dem Fenster gucken und träumen. Gleich hier Rhea am Start. Echt gefährlich hier. Boah, ich habe gerade echt gedacht, der will hier rein, ne? Mal los. Fahr schnell nach Hause, mein kleiner Deutzi. So, ansonsten habe ich hier, ihr habt das glaube ich im letzten Video auch schon ein bisschen gesehen, ein bisschen umgeräumt. Ich habe hier vorne noch Kartoffels liegen. Die sind von meinem Acker von Hof Vincent, ne? Und da vorne liegt noch gemahlenes Getreideschrot. Da hinten noch ein bisschen Ballerei, so Reste von Missionen sind das alles. Und dann habe ich hier vorne ein bisschen umgeräumt. Ne? Ich habe hier Sachen weggeklickert, bis auf diese Palette hier. Die ging nicht weg. Dann habe ich die da stehen lassen und habe dann halt mich da um die Palette drumherum arrangiert. Ne? Terrain musste ich ein bisschen verschieben, scheint aber alles geklappt zu haben. Ne? Ist jetzt ein bisschen wild. Dafür kann ich jetzt hier meine Sachen reinmachen, wie ja Kartoffels geschnitzelt und Rüben und so weiter und so fort. Weil hier sind etwas dickere Kolliwände drin. Ne? Oh, warte mal. Ich habe... wollte ich gar nicht. Falsche Taste gedrückt. Seht ihr das Rote? Ne, das sind ein bisschen... Die sind auch nicht perfekt, die Wände, aber... wie sagt der alte Horsch immer, fertig ist besser als perfekt, ne? So, dann habe ich ja hier noch ein Fahrsilo hingeklatscht. Es passt hier nicht wirklich hin. Ne? Also ihr seht, was der Boden hier sich abgesenkt hat. Es ist nicht so doll. Das Silo selber ist auch nicht so dolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte ich mir mehr von erhofft. Es sah halt schicki aus und es funktioniert auch. Also, ne, ihr seht ja, ich habe da schon... Das ist quasi einmal meine Wiese hier. Also ist ja eigentlich nicht mal eine richtige Wiese. Ne? Es ist ja einfach nur so eine Grünfläche hier. Hier das Zeug hier, das mähe ich ja immer. Ich kann ja auch nicht düngen und nichts. Hatte auch schon mal überlegt, ob ich das pflügen will und so. Aber ich glaube, ich mache irgendwann... Irgendwann wird das hier ein großer Wald. Später mal. Irgendwann in 100 Jahren. Ne? Und das ist, wie gesagt, einmal die Wiese. Die ist hier drin. Einmal komplett. Ne? Ist auch gar nicht überfüllt. Aber wie gesagt, ich kann keine Wickelballen mehr sehen, ey. Ja, der Rest ist geblieben. Ne? Das Lager mit dem Hühnerstall habe ich weggemacht. Das Lager hatte sich irgendwie mit meiner Schrotmühle verbackt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich konnte immer das aus dem Lager rausnehmen, in die Schrotmühle tun. Und da war es dann auch drin. Und wenn ich zum Lager gefahren bin, war es wieder im Lager und die Schrotmühle war wieder leer. Und dann habe ich es mal hin und her gefahren. Aber es, ne? War auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, verkaufen wir das Lager. Ich muss noch mal gucken. Ich bin, also hiermit bin ich noch nicht so ganz glücklich. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht vielleicht doch die Fermenter-Silos nehme. Ne? Die sind zwar vielleicht optisch nicht ganz so cool, aber das Silo ist jetzt auch nicht das Allercoolste von der Welt. Ne? Ich will gucken mal einmal, die waren hier. Sind die nicht so unter Silos? Die passen hier einfach besser hin vom Platz her. Ne? Ich hatte auch schon überlegt, hier vorne war gerade, oh, warte mal. Ist das Fermenter-Silo gar nicht hierbei? Müssen wir mal woanders gucken. Wo war der eine hier? Den hier hatte ich mir schon, habe ich mich schon geärgert. Den hätte ich eigentlich hier vorne hin platzieren müssen. Ne? Das wäre ihr Preis gewesen. Den hätte ich hier vorne schön hinstellen müssen. Wäre besser gewesen. Und dann das alles ein bisschen weiter rüber. Ich weiß nicht, ob der Platz dann reicht für alles, aber zur Not kann ich ja diesen kleinen Stall Bethlehem da auch weglassen. Den brauche ich ja nicht unbedingt, wirklich, ne? Ansonsten, ja, weil, also hier wird es vielleicht noch hinpassen, ne? Das Silo. Lass mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich dann vielleicht, ich habe auch schon überlegt, ob ich das dann mit Extremst Terraforming dann hier vorne noch hintacke. Wir müssen schauen. Vielleicht passt ja noch ein zweiter neben. Ihr seht, ich bin da noch nicht so ganz bei. Aber wir müssen erst hier die Rübchen. Ich bin scharf auf die Rübchen. Ne? Wir wollen auf jeden Fall Rübchen haben. Ach, das ist unter Produktion, fällt mir gerade ein. Nicht doof. Ist ja eine Produktion, das Silo. Da ist es doch schon. Ne? Die hätte ich nehmen sollen. Sehr besser aus. Guck mal, das könnte man auch hier vorne schön hinstellen.
Da wird das sehr gut hinpassen, ne? Und dann kann ich aber auch kein Silo mehr festfahren, ne? Und dann hier vorne das Ding wieder wegmachen, den Boden wieder reparieren und dann hier vorne zwei noch von den Dingern hinstellen. Dann habe ich auch drei Silos, ne? Ich denke, darauf wird es hinauslaufen, ne? Ist jetzt nicht. Also ich hätte lieber ein paar Silos gehabt, aber wo, ne? Wo willst du hier? Hier ist nichts gerade, ne? Hier ist nicht ein Meter. Nicht ein Meter gerade und dann müssen wir halt gucken, wie wir es machen. Ne? So, jetzt muss ich aber erstmal hier den Kollegen Möhrensammler hier erlösen von seiner Mission. Komm, Susanne. Tempo ist kein Taschentuch. Seh zu. So, was ist? Bist du beim Wenden eingeschlafen? Das ist auch neu. Also man muss ganz ehrlich sagen, ne? Also ich war ja damals schon ganz, ganz tief imprägniert, als Giants das mit den Fahrsilos gemacht hat. Ne? Das gab es ja früher als Mod und so erst. Ne? Und dann hat Giants das ja gemacht. Da habe ich noch gedacht, ey, es gab viele schöne Mods. Aber so, wie Giants das gemacht hat, hat es keiner hingekriegt. Ne? Und ich muss ganz ehrlich gestehen, auch das hier mit diesen Palettchens und den Dings, das hat so auch noch keiner hingekriegt. Das ist wirklich toll geworden, muss man sagen. Ist auch eine schöne Abwechslung. Ich bin jetzt ein bisschen im Stress. Deswegen mache ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, hier Paletten kaufen oder so. Ne? Ich habe das gemacht. Beim ersten Mal habe ich die dann beim Jans abgeholt. Ne? Da ist so ein Hubmast mit dabei bei der Mission. Schön mit dem Hubmast da drauf. Es geht. Also es macht auch Spaß. Ne? Vor allen Dingen, es ist mal eine Abwechslung. Es ist nicht immer nur Ballen wickeln, Ballen wickeln, Ballen wickeln. Das ist ja was völlig anderes. Ne? Und du kannst es so oder so spielen. Ne? Du kannst ja hier schön jede Reihe von Hand aufnehmen oder auch sagen, ja gut, ist halt so, dass der jede zweite Runde durch sein Gemüse durchfährt. Und dann kannst du halt mit Helfer fahren, so wie ich und eben bei anderen lustigen Schabernack machen. Ne? Müssen wir mal gucken. Ich hätte gerne so. Wir nehmen das mal als Thumbnail, nur damit ich mal wieder eins habe. Wir müssen uns das echt wieder angewöhnen mit den Thumbnails. Ist nicht das schönste Thumbnail, ich gebe es offen zu. Müssen wir mal gucken, ob wir das nicht nochmal ein schöner hinkriegen. So. Vielleicht ist das besser geworden. Muss ich gleich wieder rumsortieren. Ja, und hier Paletten mache ich dann mit Superkraft eben aufladen. Ne? Wie gesagt, aber auch nur, weil ich gerade im Stress bin. Ich muss mich ja hier um zwei Höfe kümmern. Und ich will auch nach vorne kommen, muss man ganz ehrlich sagen. Man kann natürlich auch, ich sehe das ja auch bei anderen, die steigen dann aus, dann kuppeln die von Hand ab und so. Ja, kann man machen, macht auch Bock, aber irgendwann will ich auch mal nach vorne kommen. Ich kann das machen so eine Zeit lang, ne? Und dann irgendwann denke ich mir, boah, Alter, jetzt muss ich aber auch mal nach vorne kommen hier. Und das ist das Schöne, dass man ja die Möglichkeiten hat einfach, ne? Es ist wirklich toll. Und wenn man denkt, dass wir jetzt 2024 haben und ich spiele immer noch LS, ne? Immer noch. Seit LS11, das ist schon, das hat es noch nie gegeben, dass ich ein Spiel so lange spiele. Und auch immer noch Spaß habe, ne? Also, ich meine, dank der Mods macht das hier ja Spaß ohne Ende. Wie gesagt, das Original ist nicht schlecht, ne? Also jetzt nicht, dass ihr denkt, ich finde das doof, was Giants gemacht hat. Nein, nein, mit diesem Hubmaststapler und so ist halt alles ein bisschen fummelig, ne? Aber eigentlich genau mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ich bin dankbar und glücklich wie immer. So. Hier fehlt mir noch das feine Händchen. Gibt es ja als Mod. Aber ich denke mir immer, wenn ich jetzt auch noch das feine Händchen habe, dann. Wer bist du noch an? Nee. Was brubbelt hier denn so? Er muss gleich gerade nochmal gucken. Ich weiß noch nicht genau, ob ich Raps anbauen soll. Für Kohle. Ja, weil ich muss ja auch mal irgendwann muss ich ja mal Geld verdienen hier. Oder ob ich wieder Getreide mache für Schrot. Ne? Ich glaube, ich muss Getreide machen für Schrot. Aber ach, diesen Monat kann ich kein Getreide machen. Ich könnte jetzt nur Raps machen. Okay. Ja, ist nicht schlimm. Ja, gut. Nee, Hafer auch nicht. Okay. Ja, dann warten wir halt noch.
Ich fütter meine Kühe auch nicht mit Hafer. Ne? Er steht immer noch vom Dreschen hier. Er hat ja keinen eigenen Drescher. Er muss sich immer den Großen ausleihen. Ne? So, los. Jetzt parken wir ihm den Anhänger wieder weg. Kühe haben wir schon gefüttert. Wie gesagt, wir machen jetzt noch ein bisschen Missionen. Ich will mir vorne einen Acker kaufen. Deshalb das ganze Drama. Ich möchte hier den Acker kaufen. Ist nicht schlimm, wenn dann da die rote Beete schon weg ist. Also ich wollte den, wenn es geht, ohne rote Beete kaufen. Kostet mich 27 Scheine, wenn ich die Mission hier fertig habe. Dann müsste das auch klappen. Und ich warte dann aber auch noch, weil ich kann erst im Frühjahr Rüben anbauen. Ne? Ich will hoffen, dass ich im Herbst hier vorne meine beiden Felder noch leer machen kann. Dass ich auf jeden Fall noch genug Geschnetzeltes für meine Mukus habe. Ne? Einmal die Drohne fliegen lassen hier. Ohne Drohne bin ich auch kein Mensch. Ne? So ein bisschen nach vorne fahren, dass ich noch an die Schrotmühle komme. Na, hier vorne, ne, die beiden Felder, das, oder Felder, ja, sind ja auch mehr so Gartenparzellen, ne. Da habe ich noch Kartoffels und Rübchen drauf. Ich hoffe, dass ich meine Mukus damit durch den Winter kriege. Meine 10 wahnsinnigen Kühe. Ach, das zeige ich euch auch noch, und dann ist aber auch, glaube ich, genug, ne. Dann haben wir es wieder geschafft. Ah, da steht jetzt der Telelader drin. Das ist auch noch so ein bisschen ein Problem. Der Telelader gehört eigentlich dem anderen Hof noch. Ich habe auch schon gesehen, da gibt es auch eine Mod für, wo man solche Sachen übertragen kann. Aber, ach, nicht übertreiben. Aber auch wieder schön, man kann, muss aber nicht. Ne? Man könnte jetzt eine Mod laden, könnte sagen, nee, du kleiner Teleskoplader, du gehörst gar nicht zu diesem Hof. Du gehörst zu einem anderen Hof. Könnte man machen. Ne? So, zeige ich noch einmal kurz die Mukus. Und dann muss ich zusehen, dass ich hier fertig werde, ne? Da sind sie. Was haben wir? 4. 4 Bullenkälber haben wir, ne? Ich weiß auch nicht genau, was ich damit mache. Also die Kälber lasse ich jetzt erst noch mal hier stehen, glaube ich. Und mir reicht das hier an Gülle und Mist und Wegbringen und alles. Ich glaube, ich werde die Rinder dann rüberbringen zu Hof Vincent. Und werde dann die Rinder, werde ich hier auf die Wiese stellen, ne? Hier, das ist ja eine große Kuhweide. Da werde ich dann meine Rinder hinstellen und fertig. Ne? Mit den Bullen weiß ich auch noch nicht. Die Bullen können dann meinetwegen auch mit den Rindern erstmal auf Weide. Und alle anderen Bullen muss ich mal gucken. Also ich bin da noch von dem Thema Bullenmast im LS noch nicht so wirklich überzeugt, muss ich sagen. Ne? Ich habe auch gar keinen Stall. Davon abgesehen. Ich müsste erst noch gucken, ob ich hier vorne dann die hatte ich ja den Schweinestall weggerissen, weil ich von der Schweinemast ja auch nicht überzeugt bin, ob ich hier dann vielleicht einen Bullenstall hinstelle. Ne? Aber wie gesagt, also das wird hier ein Langzeitprojekt. So, nur aber genug gelabert. Diego ist draußen. Habt euch lieb.